Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Supermarkt Simulator. Ja, seit der letzten Folge und der hier habe ich den Kunden ein paar Tage lang ein bisschen Geld abgeschnorrt. Wir sind bei 110.000. Die Regale sind voll, die Rechnungen sind bezahlt. Das bedeutet, wir haben Geld und können Sachen machen. Und zwar hätte ich sehr, sehr gerne erstmal eine neue Ladenerweiterung. Wir hauen hier erstmal ordentlich 72.600 raus. Das ist schon mal weg. Und dann hätte ich vielleicht eine neue Lizenz. Wir haben nochmal Reiniger, Katzenfutter, Hundefutter. Ja, damit haben wir noch 15.000. Keine Ahnung, ob das reicht. So, wir gucken mal. Wir haben hier eine neue Ladenerweiterung bekommen. Hier kommen wir nämlich nicht rein. Ich finde eigentlich diesen abgesperrten oder abgegrenzten Bereich hier ziemlich geil, wenn ich ehrlich bin. Wir hätten nochmal Reiniger dazu, aber hier ist ja kein Platz mehr. Oder? Doch, nee. Oder doch? Warte mal, können wir die Kühltruhe? Ja, mal gucken. So, pass mal auf. Und zwar haben wir ja hier hinten jetzt einen neuen freien Raum. Richtig? Richtig. Da würde ich einfach vielleicht den Kühlschrank drehen. Wir nehmen den und drehen den hier rum. Und dann passt der wieder hier ran. So. Na, und dann machen wir das mit dem genauso. So. Oder ist das gut? Ich bin mir nicht so sicher. Ist das okay? Dann haben wir nämlich hier den nächsten Raum. Das ist voll geil. Dann haben wir hier nämlich einen toten Raum hinter quasi. Dann können wir jetzt hier Sachen stellen. Wir können hier wieder mit Regale schön arbeiten. Ich fand das eigentlich an sich eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob das jetzt so im Endeffekt wirklich noch vernünftig ist oder nicht. Aber ey, wisst ihr, was richtig geil ist? Guck mal hier vorne. Wenn wir jetzt hier von draußen durch ein Fenster gucken, haben wir eine schöne Bücherei. Guck. Ach, herrlich. Guck mal, wie schön... Nicht schön, das Fenster ist hier. Ja, okay, also, wir haben einen neuen Raum da hinten, ja. Jetzt können wir nämlich, ups, wir haben uns verfahren, hier ist falsch. Jetzt können wir uns hier nämlich schöne Nischen bauen, wo die Kunden rein können oder auch nicht. So. Ne, hätte ich gesagt, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Theoretisch könnten wir hier so eine Kühltruhe mit drin kloppen irgendwie, oder? Warte mal. Dann würde ich die vielleicht nehmen... So, und dann flitzen wir damit mal hier durch. Und ja, warte mal, da habe ich Ideen. Wir stellen die mal dahin. Dann nehmen wir hier mal den Kühlschrank. Nehmen wir den Kühlschrank. Jetzt haben wir hier den Käse auseinandergerissen. Ne? Warte mal, hier ist Fleisch. Das passt ja noch halbwegs. Pass auf, meine Idee war wie folgt. Wenn wir hier den Kühlschrank hinstellen. So. Dann könnten wir eventuell hier die Kühltruhe hinstellen. So. Na, ich weiß nicht, ob das so gut aussieht. Oder müssten wir das hier an der Wand mit den Kühlschränken auf der Seite? Das wäre vielleicht besser. So, wir müssen erstmal gucken, die neuen Lizenzen. Was brauchen die denn überhaupt für Regale oder Kühlschränke oder so? Müssen wir mal gucken. So, wir haben nämlich hier... Reiniger, Regal, 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 Regal. Okay, Katzenfutter ein Regal, Hundefutter ein Regal, nochmal Katzenfutter ein Regal und Reiniger ein Regal. Das sind Feuchttücher. Haben wir hier noch irgendwo Luft für Feuchttücher? Sieht ja nicht mal so gut aus. Es sei denn, wir nehmen noch in... Ja, wir können hier theoretisch... Warte mal, die Reiniger sind alle da. Da würde ich den Kühlschrank noch mit entfernen. Und die kommen hier immer noch nicht durch. Das ist ja nicht so geil. Warte mal. So, warten Sie. Jetzt könnten wir hier die Lücke öffnen. Oder wir stellen hier ein Regal für Reiniger hin. Dann können wir die Lücke trotzdem vielleicht öffnen. Vielleicht doch nicht. Ich weiß nicht. Warte mal, ich würde vielleicht nochmal so ein kleines Regal. Wir müssen nach und nach mal gucken. Pass mal auf. Also, wir holen Möbel. Wir brauchen ein kleines Regal. Also ein halbes. Ne? Das mache ich wieder auf schön Aldi blau. Dann holen wir uns das schon mal in Warenkorb. So, dann machen wir das jetzt nach und nach, sodass es cool aussieht. Pass mal auf, wir nehmen das. Dann stellen wir das hier bei die Reiniger mit ran. So. Dann nehmen wir die Kühltruhe und schieben die hier ein bisschen weiter vor. So. Und dann nehmen wir die. Und dann haben wir fast ja keinen Platz gewonnen, weil man kommt hier immer noch nicht durch. So. Ne, hier ist ja schon doll eng. Ha, macht man da.
Ich hätte hier schon gerne so was wie ein Durchgang irgendwie. Ja, jetzt mal ohne Quatsch, wie machen wir das, dass das vernünftig ist? Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Können wir das noch ein bisschen nach vorne ziehen hier? Nur ein bisschen. Ungefähr bis da so. Nicht viel, ne? Wie gesagt, nur ein bisschen. Perfekt. So, dann räumen wir mal ordentlich um hier heute. Ich finde es nämlich mittlerweile richtig geil, dass wir den Laden hier richtig schön gestalten können. Das ist das reinste Durcheinander. Hier ist aber wirklich sehr eng, denn ja, wobei hier ist dann halt noch viel, viel enger eigentlich. Das ist okay. Die werden hier schon durchpassen, oder? Das wird schon gehen. Wobei, warte mal. Wir nehmen das hier nochmal raus. Dann stellen wir die Regale hier ran an eine Truhe. So. Andere Seite auch und dann stellen wir das kleine Regal da vorne auf der Ecke. Ist, glaube ich, viel besser, oder? Ich meine, dann hätten wir hier nochmal eine schöne Trennung gehabt. Aber hey, wer will sich denn gerne trennen? Ne? So. Wo ist die Mitte? Da ungefähr. So, dann können wir hier nochmal Reiniger reinfeuern. Finde ich ja voll geil. Machen wir auch direkt. Wir bestellen erstmal einen Reiniger. Reiniger, komm mal her. Möbel, Produkte, da. Wir nehmen mal zwei. Und dann können wir nämlich gleich mal gucken, wie das aussieht mit der Kartonage. Das sind nämlich wieder so eine Sechser-Dinger. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Und dann brauchen wir noch Lagerplatz dafür. Wird nämlich langsam eng hier. Oh. Okay, wir brauchen noch ein Regal für das Lager. Ich würde das ordentlich haben. Marktmöbel. Ein großes Regal für das Lager und unvorstellbar schnell ist unsere Kohle alle. Da müssen wir fast ein bisschen aufpassen. So, zack. Jetzt stellen wir uns dann einfach hier mit zu. So, dann können wir nämlich hier Reiniger reinpacken. Warte mal, wie viel hat denn der? Der hat das alles hier reingeräumt, ne? Na, ganz klasse. Dann machen wir hier erstmal einen Preis ran. 5,60 halt. So rum ist richtig rum. Machen wir richtig Asche mit so einem Tütchen. Das ist ja lustig. Okay. Da hier nochmal zwei Tütchen rein und hier sechs. Also brauchen wir acht. Richtig? Richtig. Dann machen wir eins nach dem anderen. So. Wir kaufen das. Versandkosten sind mir Latex. Ne, wir machen das jetzt so, dass das geht. Da schleppt er das schon weg. Guckt dir das an. Da muss der echt hinterher sein. So. Jetzt kümmern die sich darum. Hoffe ich doch. Oder macht das eh alleine? Ach, du bist jetzt abkommandiert? Oh, naja, egal. Passt schon. So, wir hätten den Reiniger. Ja, irgendwie gefällt mir die Ecke hier nicht. Haben wir noch eine kleine Truhe? Ja. Wir nehmen die mal mit. Wir räumen hier mal hart um. Dann stellen wir die erstmal darin. Da steht die nämlich schön. Haben wir hier eine große hingestellt? Warte mal, wir nehmen mal hier die Pommes. Die schieben wir mal nach hier hinten. Passt hier sogar her, ist aber noch nicht so schön. Aufpassen. Dann machen wir hier mal schön auf Ecke. So. Dann nehmen wir das. Und stellen das nach. Da. Und so. Na los, wird grün. Na komm schon. So. Genau. Pass auf. Dann. Warte mal, die passt doch hier hinten dann aber nicht mehr hin, oder? Ne, die ragt zu weit raus. Dann machen wir das so, wie ich das eigentlich wollte. Wir drehen uns die hier hin. Hier ist doch ja nicht so schlecht. Von der Breite fast perfekt. So dicht wie möglich. So. Ey, ist ja genau auf Kante. Geil. So geht das. Guck mal, kommt man hier schön durch. Super. Ja, wie gesagt, die ganzen Kühltruhen. Ah, das nimmt langsam Überhand, ne? Hier steht auch schon so ein Ding rum. Frage, was machen wir hier für den Boden drin? Wollen wir hier ein bisschen Reste essen machen? Komm, wir holen erstmal. Wir müssen erstmal hier so Müll entsorgen. Wir haben hier noch ein bisschen. Nee, das ist Teppich. Der bleibt auf jeden Fall hier schon mal stehen. Aber wir hatten hier noch, hier, klar. Die Gummistreifen, die packen wir erstmal rein. Zack und zack.
Und zack und zack und zack. Es ist leer. Okay. Glück gehabt. Dann schmeißen wir den Karton schon mal weg. So. Dann haben wir noch Fliesen. Fliesen, Fliesen, Fliesen. Oh Gott. Jetzt müssen wir ein neues Muster anfangen, ne? Weiß, 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 weiß. Alle. Na toll. Hoffentlich reichen da die Schwarzen raus. Ein Performance, die sackt hier ein bisschen ein. Wahrscheinlich, weil er alles erstmal neu berechnen muss, bis die Sache wieder läuft. Wir haben hier noch schwarze Fliesen. Und Wandfarbe müssen wir mal gucken. Guck mal, jetzt kommt man hier durch. Ja, schönes Labyrinth. Jeder wird sich verlaufen. So mag ich das. Zack, 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 zack. Und jetzt Regale. Na, mal sehen. Das kriegen wir irgendwie hin. Ist zwar nicht schön, aber ist individuell. So, wir brauchen noch 3 Regale. Richtig? Richtig. Da ist jetzt echt die Frage, wie wollen wir das gestalten? Wollen wir wieder so eine abgewinkelten nehmen? Ich würde gerne mal gucken, ob wir nochmal so eine abgedrehten Regale kriegen. Würde ich vielleicht in blau bestellen, ne? 2. Wir kaufen das mal. Will mal sehen, wie sich das bewerkstelligt, wenn wir das da hinstellen. Wäre nämlich schön, wenn wir hier so eine geile Kurve drin bekommen. Ja, dann geht doch durch. Bitte pass hier hin, bitte pass hier hin. Ah. Gerade so. Hier ist halt eine olle Lücke, die ist richtig hässlich. Was machen wir denn da? Ja, was machen wir denn da? Ja, was machen wir denn da? Können wir das ein bisschen nach hinten schieben? Geht das vielleicht? Nee, geht ja auch nicht. Verdammt. Das sieht ja auch nicht mal so gut aus, oder? Wenn wir hier so ein... Ich hab eine Idee. Pass mal auf. Wir machen Sachen, die sind nicht toll. Aber vielleicht passt das ja. Und zwar Möbel. Wir kaufen einfach einen großen Kühlschrank, machen den schwarz und stellen den da verkehrt rum hin. Ja. So. Ich hoffe, dass das geht. Pass mal auf, ich hab da gerade Ideen. Wo ist er? Nee, das ist er nicht. Packt das wieder ein, das nehmen wir gleich mit. So, ne, wir nehmen erstmal den. Ich hoffe, dass das klappt. Dann müssen wir das Regal nochmal ein bisschen beiseite friemeln hier. So. Dann nehmen wir den und dann stellen wir den genau dahin. Guck mal, dann haben wir ihn nämlich zu. Haha, ich bin ja ein Fuchs. Und dann machen wir das so. Und dann sieht das auch blöd aus. Das ist ja super. Warte mal, wir brauchen noch so ein kleines Regal in Blau, wie wir hier für die Dings haben, für die Reiniger. Wird langsam schwierig hier, ne? Aber glaubt mir, wir kriegen das vielleicht alles hin. Vielleicht aber auch nicht. Wir nehmen sowas nochmal. Jetzt müssen wir uns hier halt einrichten. Was willst du machen? Soll auch vernünftig aussehen. Ne? Den Kunden soll das ja auch Spaß machen, bei uns inzukaufen. Guck mal. So. Ja, da lugert ein bisschen das Rote durch. So. Ist doch schon okay, oder? Ja. Da kann man noch was sehen, aber wir brauchen noch mal Bodenfliesen. Weiß und schwatt. Ja. Ist denn auch genau abdeckend mit dem Teppich auf der anderen Seite. Oh, warte mal. Nee, der Teppich, da ist ja durchgehend, oder? Ja, okay, da flutscht der nicht durch. Dann holen wir nochmal Bodenfliesen. Ja, wie cool, macht ja voll Bock. Könnt ihr hier Ausstatter werden. Macht halt mehr Spaß, wie in so einem Supermarkt zu betreiben. Nochmal 400, zack. Das ist ja der Hammer. Naja, Einrichtung kostet, da machst du nichts. So, und wieder falsch. Und abbiegen und rum und so. So, für eine Fliese haben wir jetzt einen Karton gekauft. Das ist ja wieder lecker. Dann stellen wir den wieder nach einem Lager drin rein, in der Asservatenkammer. Hier ist nämlich Platz. Den machen wir vorher zu, bitte. So. Ja, Wandfarbe müssen wir mal gucken. Wir nehmen Weiß. Ein paar Fliesen. Warte mal. Oder können wir die hier komplett rausnehmen, die Truhe? Können wir die woanders hinschmeißen? Irgendwie finde ich die hier doch ein bisschen fehl am Platze. Nein! Na Gott sei Dank haben wir noch was Schwarzes.
Oder wollen wir hier was so machen? Guck mal, komplett weiß. Ist auch schön. Ja, so, ihr fällt mir das. Guck mal. Ist da noch was drin? Ne, ist alle, ne? Hat Gott sei Dank genau gereicht. Das ist ja der Hammer. So, wir noch mal gucken, wie es aussieht ohne Karton in der Hand. Guck mal, die Truhe. Wenn die woanders steht, wäre auch nicht schlimm. Aber wo soll die hin? Vielleicht dahin, vielleicht hierhin. Hätte die hier um die Ecke gekonnt? Nee. Ja. Hier wäre eine andere Wandfarbe cool. Wir haben jetzt noch Hundefutter, Katzenfutter, Katzenfutter. Hier kommt ein Produkt, hier kommt ein Produkt, da kommt ein Produkt. Würde ich hier noch ein Regal stellen. Ein großes blaues, ne? Ja. Was haben wir hier noch? Ah, hier haben wir nochmal so ein Eckding. Na, hoffentlich hier das. Das passt doch. Das passt hier drin. Das ist ja der Hammer. So. Können wir die Ecke hier ein bisschen entschärfen, wenn wir das nachrücken? Warte mal. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten angenehmer, wenn das hier ein bisschen weiter drin rutscht, oder? Zeig mal her. Oder? Ja. Da, guck mal, viel besser. Das wäre so eine Zimmerpflanze hier. Tada, die wäre wunderschön. Oh Gott, dieser Laden, der macht mir fertig. Aber das kriegen wir hin. Das sieht ja nicht mal so schlecht aus. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier Katzenfutter, Katzenfutter. Und hier machen wir. Was machen wir hier? Holen wir uns noch so ein kleines Regal? Ja, komm, eins holen wir noch. Dann machen wir hier mal richtig voll mit Katzenfutter und so. Ich weiß nämlich nicht, wie viel das weggeht. Wieso, weshalb, warum, wieso. Möbel. Du kleines hätte ich gerne noch in Blau, bitte. Danke. So. Ja, das ist doch was. Das kriegen wir hin. Zack. Wir packen das da hin, dann ist das schön. So. Nach da. Ja. Okay. Füllstoff. Das muss ein bisschen rüber. Ein Schild brauchen wir noch. Genau. Hab ich ja fast vergessen. Das noch? Ach so, und Wandfarbe. Boah, wollen wir mal was anderes machen? Was ist denn mit so einem geilen Blau? Haben wir hier ein geiles Blau? Ich meine, geiles Blau, was heißt geiles Blau? Das hier. Ist das lila oder? Steht halt nicht da, ne? Wir nehmen mal zwei. Was kostet die Welt? Warte mal, wir machen das hier aber wieder an. So, weil wir müssen noch die Produkte holen, dann wird das nichts. Was haben wir hier? Das Schild. Jo, Lampen. Stimmt. Dann hängen wir das erstmal nach da. Wie viel brauchen wir? Zwei. Wir holen zwei Lampen. Hier war nur noch Farbe, ne? Ja. Okay, oh Gott. Oh, wir hätten, wenn wir schlau gewesen wären, alles mit Ema kaufen können, aber sind wir ja nicht. So. Ist ja nicht teuer. Guck mal hier. Immer schön Versand, ne? Mann, die freuen sich. Aber kennt ihr das? Wenn ihr selber mal irgendwas bestellt und dann denkt ihr, oh, wir gucken mal weiter, was gibt es denn hier noch? Und dann das und das und das und dann bestellst du einfach normal und dann denkst du dir, ja, Versandkosten. Hätte man so sparen können ein bisschen, aber hey. Wollen wir mal außer der Reihe springen und das ein bisschen rüberschieben? Dann kriegen wir nämlich das Schild hier noch hin. Füllstoff, der wohnt nämlich genau hier drin. Okay, dann holen wir die andere Lampe noch. Oh Gott. Da machen wir nicht zwei, doch, wollte ich sagen, wir haben noch zwei Lampen gekauft. Verwirr mich nicht, mach mich nicht fertig. Mach das nicht. So, dann stellen wir die Lampe noch da an die Decke. Erleuchtung. Ich habe auch mal irgendwie eine Mod gesehen, dass wir andere Deckenlampen haben. Dann sind die wie so runde Kacheln. Ne, viereckige Kacheln oben an der Decke. Und dann haben wir eine andere. Oha. Also hier ist schon dolle Wirrwarr, oder? Also hier brauchst du schon bald eine Karte mit einem Lageplan. Genau. Aber der Laden wächst. Das ist okay. So, wir machen hier die Farbe jetzt ran.
Jetzt aber schon doll dunkel, denn. Egal, Karl. Das ist bestimmt der Eimer alle, oder? Nee. Ah, siehst du, deswegen habe ich nämlich zwei Bottich-Dinger gekauft. Genau aus diesem grundjenigen Wäldchen. Bin ja nicht so doll doof manchmal, aber oft. So, haben wir eine eigene Abteilung. Ist doch wunderschön, ist doch das. Na, dann haben wir hier unser Bücherregal, ist schön gelb. Wobei, hier würde ich vielleicht Türkis an der Wand weitermachen. Oder wir lassen das doch lieber so, aber keine Ahnung. So, wir machen auf jeden Fall die Farbe ab nach Lager drin rein. So, und so, ne? So, ein Farbregal, wunderschön. Ja, und dann das Schild müssen wir noch bauen, machen, Sachen machen. Und zwar haben wir hier Kategorie. Ist das okay, wenn wir das hier so reinschieben? So, bepa. Der passt. Cool, passt hier rein. Finde ich ja mega. Hintergrundfarbe. Wollen wir das auch an? Ei, aber dunkel. Gibt es das nochmal einen kleinen Pup heller irgendwie? Nee, so richtig nicht. Nee. Nee. Dann machen wir das vielleicht rot. Braun? Nee, sieht auch schäbig aus. Was ist denn hier? Ja, das ist okay. Gibt es denn noch irgendwas anderes? Fleisch. So, die Futterluke. Genau, alles fürs liebe Tier. Ja, gut. Dann holen wir noch die Produkte, würde ich sagen. Das Wichtigste, ne? Der Raum steht. Okay, das ist aber schon ganz schön. Es wird moderner, Leute. Ne? Vom Einheitsbrei zum Kuddelmuddel da hinten. Siehst du, wunderbar. Und wir kriegen diese Kühlschrankwände mal ein bisschen aufgebrochen. Ist vielleicht ja nicht so verkehrt. Warte mal, Reiniger war voll, oder? Sehr gut, sehr gut. So, dann gucken wir mal, wie die Abpackung von den Produkten hier sind, von den neuen. Wir haben immer Hundefutter, zweimal Katzenfutter. Bin ich sehr gespannt, wie die Sache sich hier entwickelt. Kartonagetechnisch. Okay, wir haben nochmal hier. Was ist denn das hier? Das ist Katzenfutter. Wollen wir gleich Lagerplätze zuweisen? Wäre vielleicht auch nicht so doof. Das macht sich hier oben jetzt gut. Ja. Und wir nehmen ihn dort einfach mal weg. So. Wir bestellen einfach nochmal nach. Dann haben wir hier nochmal Katzenfutter. Das machen wir dann nach da. Und dann machen wir das nach da. Und dann räumt er das alleine rein. Pass mal auf. Dann haben wir hier Hundefutterfette Büchsen. Oh, das ist für oben rum. Wie geil. Das Regal wird so schön voll, ne? So wie sich das hier hört. Ist da oben schon was drin? Ja, hier ist voll. Ist er schon drin? Ja. Wie soll man da jetzt freilassen eigentlich? Na, ist egal. So. Ja, ist okay. Ich habe, achso, nebenbei bemerkt, ich habe hier nochmal ein bisschen Milch reingeschmissen und hier von den Sachen nochmal, weil das ist ausgegangen, da war Alete. Ja, bei den Tagen, wo ich jetzt Alene gespielt habe, um den Leuten das Geld abzuluxen. Wir müssen nochmal bestellen. Also, wir brauchen für das Lager, brauchen wir nochmal. Zweimal davon. Warte mal, können wir gleich mit dem Scanner machen? Davon zweimal. Und. Davon zweimal. Das ist dann nur für das Lager. Und dann nehmen wir von allem noch zweimal. Für die Regale. So, da muss aber eigentlich ein Teil des draußen stehen, höchstwahrscheinlich. Das können wir einräumen. So, wir nehmen Hundefutter. Ja, jetzt ist die Frage, wo machen wir das Hundefutter hin? Hier auf die Ecke hätte ich gesagt. Da. Ja. Oh Gott, der Karton passt hier nirgendwo hin. Das ist aber schon eng hier, man muss das wollen. Wir, Alter, das kostet einfach mal 31,4. Naja, lasst euch schmecken. Was ist denn hier los?
Wo hast du denn den Karton jetzt hergeholt? Es ist leer. Das ist ein... Aha, okay. So, der füllt auf jeden Fall schon mal nach. Das ist vernünftig. Dann haben wir Katzenfutter. Da können wir jetzt ordentlich... Ich würde vielleicht doch mal ein bisschen durchsortieren, oder? Machen wir. Da. Und dann machen wir da. Und dann machen wir da. Und da. Haben wir 1, 2, 3, 4. Ist das okay? Oder dann machen wir da nochmal und da nochmal. Geh doch mal außen. Ich muss hier... Sag mal. Haben wir da zwei Fächer. Und dann... Ja. Ja, so machen wir das. Okay, dann würde ich hier noch einen Preis ausschreiben. Sind wir bei 2,59. Das ist ja okay. So. Der Karton in Müll. Dann würde ich das mal ein bisschen mischen. Das ist mir nämlich bei den Büchern aufgefallen. Da hätten wir das auch so machen können. Dann wäre das ein bisschen bunter in die Regale. Aber hey, ist auch egal. So, wir machen das nach da und das nach da. Und da, wo frei ist, kommt jetzt sowas drin. Ne, hier und... da. Komm mal aus dem Weg, Mensch. Du tust hier stören tun. So. Hier ist immer noch was drin. So. Hier, räum den Karton weg. Mach irgendwas. Geh weg. Oh, steht der hier im Weg rum? Ich fasse das nicht. Sind wir bei 4,36. So, da verdienen wir uns doch eine goldene... Nur hau da ab hier, Junge. Was machst denn du hier? Ich feuer dich. Ich kann das. Bin dein Chef. Ja. So, wir müssen wahrscheinlich nochmal nachbestellen. Haben sie das jetzt aus den Regalen raus? Ne, er macht sich hier nochmal auf den Weg. Ja, Hundefutter ist komplett alle. Wenn die hier alle fertig sind mit rumrennen, dann können wir nämlich über diese Schnellbestelltaste... Der steht hier... Der ist das erste Mal, dass der Typ hier feststackt, oder? Möchte ich meinen. Okay, könnte interessant werden. Vielleicht, wenn die fertig sind mit einräumen, wir gucken uns die Sache einfach mal an. Vielleicht haut der hier alleine wieder ab. Das wäre natürlich toll. Ja, die... Ey, warte mal. Oh, dann kriegen wir hier Platz. Guck mal, wir können drehen. Guck mal. Ja, so ist doch viel geiler. Sehr schön. Sehr schön. Wie gesagt, die eine Truhe hier, die fällt mir jetzt nicht so auf der Ecke. Aber was willst du machen? Geht ja nicht anders, oder? Können wir die hier noch mit ranstellen? Dann wird das hier so eng auf der Kante hier. Ja. Nett. Hat der jetzt alles einsortiert? Der hat hier ein hartes Problem, der Junge, ne? Ich kann ihn noch nicht mal feuern. Hau mal ab hier. Speichert mal. Der ist jetzt echt hart stuck. Aber warum? Was ist denn deine Mission, Junge? Du musst hier weg. Das ist das erste Mal, dass hier einer festhängt. Ist nicht so cool. Warum steht er hier, da wo er nicht stehen soll? Oder müssen wir das Schild woanders? Kriegen wir das? Ja, kriegen wir hier ohne hin, guck mal. Ja, ich glaube, so gefällt mir das bald besser, oder? Ja. Mit dem Boden hier? Was ist denn mit dir? Hier wird sie nicht versteckt und ihr. Sag mal. Der versteckt sich hier hundertprozentig und will faulenzen. Kannst vergessen. Ich finde aber diese Klinischen hier voll geil. Das machen die im Pennymärkten und so mittlerweile ganz oft. Dass die hier immer so eine. Wie so eine Abteile machen, wo man dann rin kann und dann jetzt weiter ins nächste. Und hier ist auch wieder so verschachtelt. Ist echt cool gemacht. Und, was ich sagen muss, die gemischten Produkte hier, ne, alles so ein bisschen durcheinander, sieht schon ein bisschen schöner aus. Okay, Leute, ich glaube, wir können den Laden aufmachen. Das wäre doch mal was. Ich will auf... Ja, warum kommt denn der nicht? Ach, jetzt stackt der da fest. Ich mag das nicht. Warte mal, ich würde mal vielleicht das Spiel immer neu starten, oder? Wird der dann resettet? Das wäre natürlich super. So, ist er wieder da? Also, auf jeden Fall steht er hier schon mal rum. Mal gucken, ob der hier drinnen immer noch rumfaulenzt. Nö, jetzt hat er sich hier verpieselt. Das ist ja der Hammer. Gut, Leute.
Ich will mal gucken, warte mal, lizenztechnisch, wie sieht's denn Klaus? Wir haben hier die Regale alle voll. Geil. Dann würde ich hier nochmal nachkaufen, oder? Das machen wir mal, weil die Bestände sind ja im Laden alle da. Dann machen wir hier nochmal eine Nachbestellung vom Tausender. So. Jetzt müssten alle Fächer wieder befüllt sein. Ehre. Wo rennt ihr hin? Was macht ihr? Oh, da hat noch was anderes gefehlt, oder? Gut, die sind am Sachen räumen. Ich würde sagen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, Freunde, wenn wir hier die Kunden reinlassen bei der neuen Lizenz. Oder was? Wir haben den Laden wieder richtig geil umgeräumt, aber dafür haben wir hier eine neue Ecke. Und die neue Ecke, die gefällt mir. Die finde ich gar nicht mal so hässlich. Oder? Sagt mal ehrlich, kann man doch so machen. Ist cool. Man kann generell richtig geile Ladenkonzepte machen, dass man die Leute richtig hier führt durch so ein Labyrinth, ne, mit diesen abgerundeten Regalen kannst du richtig geile Sachen machen. Du kannst richtige Abteilungen und sowas. Da geht schon viel. Ne, das hier vorne ja fast. Wir haben vier neue. Ey, haben wir alle Preise? Ich muss da nochmal gucken, bevor wir hier jetzt einen Cut machen. Wir haben Hundefutter ausgepriesen, wir haben das Katzenfutter ausgepriesen. Eins, zwei, drei. Wir hatten ja nur vier neue Produkte bei der Lizenz, richtig? Richtig. Den Reiniger, der ist, das ist. Jo. Sollte eigentlich alles laufen. Man könnte hier auch die Kühltruhen anders stellen. Theoretisch. Wir haben hier sechs große. Nein, nee, das lassen wir. Das passt schon so. Ne, die kommen hier irgendwie durch oder auch nicht. James, mach dich hier fast. Nächsten Tag wird heftig. Die werden jetzt hier alle Futterkofen ohne Ende. Nebenbei bemerkt, wir haben jetzt so knapp 195 Kunden am Tag oder so. Da kommt richtig was rum. Also, ne, die Kohle läuft. Dauert aber auch immer länger, bis die alle abgefrühstückt werden. Und was das Problem ist, die einzelnen Erweiterungen, die werden jetzt halt auch immer teurer und teurer und teurer und teurer. Guck mal, du bist hier schon fast bei 100.000 für eine Ladenerweiterung. Ist absurd. Bei den Lizenzen genau das gleiche. Guck mal hier, hier hast du wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neue Produkte, die irgendwo Platz finden müssen. Es wird anstrengend. Ne, Weichspüler, Papierhandtücher, nochmal Toilettenpapier und Zahnpasta. Jetzt kommen wir endlich in die Hygieneabteilung. Hier kommen nochmal Bücher. Das heißt, unsere Bibliothek ist viel zu klein. Das ist vielleicht ein Problem. Dann müssen wir vielleicht die Wand vollstellen mit Buch, Buch. Wir brauchen drei neue Regale in der Bücherei. Ich weiß ja nicht, ob das noch umsetzbar wäre. Na, wobei hier ist die Wand. Also zwei kriegen wir vielleicht noch hin. Und dann ist schon vorbei. Ja, oder wir machen hier dicht, hier vorne. Wäre machbar, aber nicht mehr heute. Ja? So, wie gesagt, wir sind gewappnet für den nächsten Tag. Wir haben noch 10.000 als Reserve auf Tasche. Und gucken wir mal, wie der nächste Tag läuft. Ich bin gespannt, wie doll diese Zeugkofen, was an Kohle rumkommt und wie viele Kunden wir haben. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, Macki Quatsch und Rinni hauen.